Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Real Politics 2. Ja, und weiter geht es. Wir haben letztes Mal einige Projekte umgesetzt und sind jetzt dabei, kurz davor die Besiedlung von Wassergrundstücken, hätte ich jetzt beinahe gesagt, von Wassergebieten voranzutreiben. Dafür brauchen wir ziemlich viel AP, aber das sieht ziemlich gut aus, also Aktionspunkte, weil wir in einem Block sind mit Australien und Japan und uns da immer Zeug besorgen können. Und jetzt haben wir Projekt Offene Grenzen umgesetzt. Das ist wieder was zur Blockintegration. Und da will ich jetzt mal weitermachen. Also wir haben offene Grenzen umgesetzt. Wir könnten jetzt Wehrpflicht für Ausländer, um die militärische Integration hochzusetzen, oder kulturelle Angleichung. Was ist kulturelle Angleichung? Führen Sie für die Mitglieder des Blocks kulturelle Angleichungsprogramme ein. Soziale Integration plus 10, Bevölkerungswachstum von Blockanführer plus 0,02, das ist gut. Wir verlieren gerade BewohnerInnen. Bevölkerungswachstum vom Blockmitglied Australien und Japan, die kriegen auch was dazu. Unzufriedenheitszielwert geht plus 1, aber ja, wir müssen was für soziale Integration tun. Das ist nicht so schlimm und das hier tut uns tatsächlich gut. Und Blockintegration ist unser Credo, wir müssen was an den Blöcken machen. So, das ist verabschiedet. Genau, kulturelle Angleichung. Und die Antidruck-Schildtests laufen, um hier Sachen zu besiedeln zu können. Wie diese Mechanik funktioniert, weiß ich selber noch nicht. So, diplomatische Aktion, Investitionen wurden erfolgreich in Japan umgesetzt und in Australien erfolgreich umgesetzt. Großartig. Dann machen wir mal kurz Pause und gucken. Wir können noch kein Wohlwollen machen. Block. Es dauert noch 19 Tage, bis wir Ask for Governmental Assistance machen können. Damit kriegen wir Aktionspunkte. Die brauchen wir. Wir haben so wenig Einkommen. Australien hat immer noch zu wenig Brennstoffe, dass wir sie leider nicht fragen können. Und ich würde es begrüßen, wenn wir sie eigentlich direkt nach Metallen fragen könnten, aber das geht anscheinend nicht. Wir können immer nur für Batzen von allen fragen. Leider. Wie lange dauert es noch? 19 Tage. Bei Japan wird das dann ähnlich aussehen. So. Schon wieder ein neuer Monat. Wir verlieren halt sehr, sehr viele Metalle im Moment. Und jetzt haben wir Besiedlungsprojekt umgesetzt. Antidruck-Schildtests. Für das nächste Wasserbesiedlung, das ist das letzte und ich hoffe, dann können wir irgendwas tun, brauchen wir 1500 Metalle, die haben wir gerade nicht, und 6000 AP, die haben wir fast. Ja, Metalle ist echt das Problem. Blockaktion, noch 6 Tage, bis wir sie nach APs fragen können und das werden wir auch direkt tun. So. Ja. Hallo, wir hätten gerne Aktionspunkte von euch. Ihr habt über 180.000. So viel braucht ihr doch längst nicht. Und Australien noch einen Tag. So. Blockaktionen. Wir hätten auch gerne noch mehr Zeug. Positive Aktionen. Ich möchte gerne investieren. Und Wohlwollenspunkte. Aber das kann ich im Moment nicht. So, wir haben von Japan wieder Aktionspunkte bekommen und ich hoffe, dass das von Australien dasselbe, jawohl, von Australien auch wieder was bekommen. Wir haben ganz gute Einnahmen, was Geld angeht. Wir werden nur sehr viel Metall brauchen und solange Australien immer noch so schlecht dasteht, also wir können... es wird langsam mehr, dass sie mehr Brennstoffe haben. Das heißt, das können wir bald wieder machen. Aber ich fürchte, ich muss Metalle einkaufen. Und das ist sehr teuer. Ich kaufe mal vorsichtig 400. Ja, für 20.000.
Da sind wir auch schon aus unserer gut aufgestellten Finanzierungs-Dings sind wir echt raus. So, und ich... Achso, ich habe Wasser... Ich habe das jetzt umgesetzt, oder? Ich habe das... Nee. Jetzt habe ich genug Metall und genug Aktionspunkte. Wahrscheinlich werden wir auch für eine Wasserbesiedlung jede Menge Metall brauchen, aber ich bin gewillt, die auszugeben. Ich will einfach wissen, was dahinter steckt. Und wir sind bald mit dem Projekt Moderne Raffinerien durch. Oder was heißt bald? Ach, fast noch ein Jahr, also bis Ende des Jahres. Und dann können wir rigorosen Abbau aller Bodenschätze machen. Das wird uns hier helfen bei den Metallen, dass wir da endlich ins Positive kommen. Bei den seltenen Erden und bei den Brennstoffen sieht es jetzt auch nicht mehr so rosig aus. Also es wird Zeit, dass wir etwas unternehmen. So, und wir haben Kontrollübernahme über internationale Gewässer umgesetzt. Besiedlung des Meeres möglich. Kann ich nur in diesen Bereichen besiedeln? Nur unten hier in der Antarktis oder was? So, gucken wir doch mal. Wo sind wir denn? Hier, Neuseeland, direkt hier unten. Machen wir mal Besiedlungsaktionen. Suche nach natürlichen Rohstoffen. Bestätigen. Und hier, Besiedlungsaktionen. Suche nach natürlichen Rohstoffen. Bestätigen. Führen wir das erstmal durch, damit wir uns entscheiden, welches wir nehmen. Suche nach natürlichen Rohstoffen wurde erfolgreich in Dovelsee umgesetzt und Metzgletscher. So, einmal auf Pause. Wir haben hier... Haben wir... Na, ich möchte das hier. Hier haben wir 60 Metalle. Super viel Brennstoff und wahnsinnig wenig seltene Erden. Hier haben wir 90 Metalle, alles klar. Besiedlungsaktionen. Wasserbesiedlung. Wir haben genug. Wir haben 150 Aktionspunkte. Wir haben 120 Metalle... Haben wir... 100 Brennstoff, Kolonie in der Provinz errichten. Ja, auf jeden Fall. Und im Prinzip könnten wir hier direkt eine zweite hinterher schieben. Wir haben die Ressourcen, wir haben die Aktionspunkte. Um Gottes Willen, wir sollten das tun. Dauert 65 Tage in beiden. Das ist direkt südlich von uns. Können wir auch direkt hier Wasserbesiedlung machen? Ja, können wir. Hier haben wir schon festgestellt, ich lasse mal auf Pause. In diesem Bereich haben wir bereits festgestellt, dass wir da 50 Metalle haben. Und hier sollten wir mal Suche nach Rohstoffen bestätigen. Und dann würde ich doch mal sagen, machen wir hier auch eine Besiedlungsaktion. Ich hau das jetzt raus. Ich weiß nicht, ob uns das nachher in den Arsch beißt. Aber ich mach mal ein bisschen langsamere Geschwindigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie gut oder schlecht das ist. So, jetzt haben wir hier auch 43 Metalle, 34 Brennstoff, seltene Erden 13. Hm. Nun gut. Wir haben die Technologie für Bohrinseln erforscht. Tja. Wir könnten direkt hier, damit wir ein zusammengehängendes Regierungsgebiet haben, könnten wir direkt mal machen, aber ich weiß es nicht, ob es tatsächlich was bringt. Ich will jetzt abwarten. Ich habe keine Ahnung, wie diese Dynamik funktioniert. Aber das scheint the way to go, damit wir unsere Einkommen, was Rohstoffe angeht, tatsächlich mal saniert bekommen. Mal kurz wieder auf Pause. Ich möchte nämlich positive Aktionen durchführen. Ich möchte Wohlwollen erlangen mit Australien. Und ich möchte in Australien Investitionen tätigen. Und dasselbe... Ich kann jetzt, während ich woanders Wohlwollen erlange, kann ich nicht auch hier Wohlwollen erlangen. Aber in Japan möchte ich investieren, um Investitionspunkte zu bekommen.
Wie sieht es aus mit... Ich kann schon wieder nach AP-Punkten fragen. Ich sollte das tun. Ich frage auch nach HP-Punkten, nach Aktionspunkten. Und hier frage ich auch direkt nach Aktionspunkten. Und ich würde in Australien gucken, ob ich nach Ressourcen fragen kann. Nein, Australien hat immer noch zu wenig Brennstoff. Das wird aber wahrscheinlich demnächst funktionieren. Ja. Es geht voran. Wir haben AP-Punkte von Japan bekommen und von Australien. Super. Wir haben jetzt richtig viele Aktionspunkte. Das ist großartig. Wir sind endlich wieder handlungsfähig. Das hat so lange gedauert. Das ist einfach großartig. Kulturelle Angleichung wurde erfolgreich umgesetzt. Unser Blockintegration. So, hier unten. Da oben haben wir kulturelle Angleichung gemacht. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Freizügigkeitsprinzip zu erforschen. Erhöhen Sie die Blockintegration, indem Sie das Freizügigkeitsprinzip einführen. Kostet uns relativ viel Geld, aber auch viele AP. Geld ist okay im Moment. Soziale Integration plus 10. Bevölkerungswachstum von Blockanführern. Das sind wir. Plus 0,02. Das ist super. Bevölkerungswachstum der anderen. Und BP-Wachstum minus 0,01. Können wir uns locker leisten. Ich möchte mehr Menschen bei mir haben. Ja, wir entwickeln den Block weiter. Das ist so, das hat uns so lange gefehlt, dass dieser Block nicht so viele Fähigkeiten hat. Und das hat super, super geschmerzt. Die ganze Zeit. So, wir tun was, damit wir mehr Rohstoffe abbauen können. Und jetzt besiedle ich gerade drei Gebiete mit der Wasserbesiedlung. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt bedeutet. Besiedlungsaktion Wasserbesiedlung wurde erfolgreich im Provinz Campbell Plateau umgesetzt. Die in Provinz Metz Gletscher durchgeführte Besiedlungsaktion Wasserbesiedlung ist fehlgeschlagen, da die Anforderungen für diese Aktion nicht länger erfüllt wurden. Ah, ich kann anscheinend nur eine Region besiedeln. So, jetzt haben wir das Campbell Plateau besiedelt. Und hier haben wir einen freien Bauplatz. Wir können entweder eine Förderplattform bauen. Dafür haben wir die Technologie. Ah, nein, das können wir nur an der Küste bauen. Oh, nicht auf freiem Wasser. Können wir hier eine schwimmende Stadt bauen? Küste. Aber wir brauchen nicht diesen Gebäudeplatz, weil wir haben hier Metalle, Brennstoff und seltene Erden von diesem Gebiet. Und hier hätten wir sogar noch mehr bekommen. Ne, 25. Hier 43. Hier haben wir noch nicht erforscht. Hier müssten, haben wir auch noch nicht erforscht. Dann würde ich doch mal sagen, oh, um Gottes Willen. Wir könnten mit dem, das wir erforscht haben, nur ein Gebiet. Das hat super viele AP gekostet. Dann würde ich auch mal sagen, wir suchen hier nach Rohstoffen. Hier haben wir nach Rohstoffen gesucht. 25, das ist nicht sonderlich viel. Aber das sind die nächsten angrenzenden. Und hier können wir auch mal nach Rohstoffen gucken. Und hier können wir nach Rohstoffen gucken. Hier haben wir bereits. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstande, Wasserbesiedlung, sind wir wieder am anderen. Das heißt, nicht am anderen, am Anfang. Das heißt, wir konnten jetzt, indem wir ganz viel Geld und Aktionspunkte eingesetzt haben, konnten wir eine Region Wasserbesiedlung machen, die jetzt zu unserem Staatsgebiet gehört. Das heißt, ich leite hier direkt die nächste Phase ein. Gebe dafür AP-Punkte aus und wir sind wieder im Positiven. Und zwar ordentlich.
Das ist ja abgefahren. Also so funktioniert die Mechanik. Jetzt steige ich langsam dahinter. Also wir kriegen einfach, ohne dass wir ein Gebäude drauf bauen, die ganzen Ressourcen, die in diesem Gebiet sind. Und ja, das ist super. Besiedlungsaktion Suche nach natürlichen Rohstoffen wurde erfolgreich in Provinz Marquis Ridge umgesetzt. Tasmanisches Becken umgesetzt. Südtasmanischer Rücken umgesetzt. So, machen wir gerade auf Pause. Das hier gehört uns. Hier angrenzend haben wir 4 Metalle, 58 Rohstoffe, 43. Okay, und wie sieht's hier aus? 55, 67 und 40. Und hier 90. Oh, okay. Das hier wird das nächste Ziel. Das hier wird das nächste Ziel. Auf jeden Fall. Das innenliegende Gebiet, 90 Metalle. Metalle brauchen wir irgendwie in letzter Zeit am häufigsten. Okay, diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen. Erfolgreich in Australien umgesetzt. Heißt, jetzt können wir positive Aktion Wohlwollen erlangen in Japan umsetzen. Und wir investieren gerade auch noch in den Ländern, um auch wieder nach AP zu fragen. Okay, ein Ereignis. Antike Schriften. Unsere Historiker und Forscher haben seltene Schriften freigelegt, in denen von einer antiken Grabstätte irgendwo in unserem Land die Rede ist. Sie würden gerne mehr darüber wissen. Sie bitten uns, ihre archäologischen Grabungen zu finanzieren. Inwiefern soll uns das weiterhelfen? Wir müssen leider absagen. Unzufriedenheit. Wir kriegen einen abgezogen von Index menschlicher Entwicklung für ein Jahr. Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland plus 5%. Es ist wichtig, dass wir unser historisches Erbe studieren. Finanziert die Forschung. Für ein Jahr kriegen wir weniger Geldeinnahmen. Und unsere AP-Einnahmen gehen runter für ein Jahr. Aber ich möchte nicht die Unzufriedenheit und den IME einbüßen. Also geben wir das aus. Jawohl. Investitionen wurden erfolgreich in Japan umgesetzt und Investitionen erfolgreich in Australien. So, dann geht es jetzt wieder in die Runde. Wir können Australien wieder nach Ressourcen fragen und das tun wir auch direkt. Und zwar, ich gebe mal nicht Wohlwollenspunkte aus, sondern nur Investitionspunkte. Und bis wir wieder nach Aktionspunkten fragen können, sowohl in Japan als auch Australien, dauert es eine Weile. So, hier. Ask for Resources wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön. Und wir haben wieder eine Aufgabe. Arbeitsmarkt. Keine Arbeitslosigkeit. Dafür kann man sich rühmen. Halten Sie Ihre Arbeitslosigkeit ein Jahr lang bei 1%. Arbeitslosigkeit 1%. Im Moment sind wir bei 3,45. Wir kriegen dafür 300 Punkte. Ich glaube, das können wir aufgeben, weil es dauert wahnsinnig lange, bis wir da sind. Also, das gebe ich mal auf. Ja, ist immer schön, diese Herausforderungen, die man da kriegt. Aber ich glaube nicht, dass wir damit im Moment was anfangen können. Ich finde es total schön, dass wir jetzt hier ein Seegebiet haben. Offenes Wasser. So, diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Okay. So, ich mache nochmal Pause. Ich möchte jetzt eigentlich mal wissen, was man hier denn bauen könnte. Industrie. Hochsee-Windpark. Erforderliches Gelände, Küste. Förderplattform. Küste. Okay, offenes Wasser. Wir könnten Förderung seltener Erden. Wir könnten seltene Erden abbauen. Ölquellen. Haben wir nicht das erforderliche Gelände? Metall könnten wir hier abbauen. Wir könnten eine Schachtmine bauen auf dem offenen Wasser. Provinz Umweltzerstörungsmodifikator plus 1%. Rohstoffeinnahmen plus 20 Metalle. Ich glaube, das macht total Sinn. Ja.
Wir können hier eine Schachtmine bauen. Wie teuer ist das? Wir haben das Geld, wir haben die Aktionspunkte dafür, wir haben die anderen Ressourcen. Wir müssen mal auf den grünen 2 kommen. Und das meine ich auf verschiedene Arten und Weisen. Wir haben jetzt ein bisschen Umweltzerstörung da unten. Nicaragua hat einen Block verlassen von Ecuador. Okay. So international kriegt man nicht so richtig viel mit. Ich versuche das immer noch, da immer noch dran lang zu steigen, wie das genau funktioniert. Und internationale Zustimmung werben wir gerade dafür, dass wir hier das nächste Gebiet unser eigen nennen dürfen. Ja, überall positive Zahlen und wir haben ein BIP-Wachstum von 0,33%. Also wirtschaftlich geht es uns richtig gut. Okay, die Weltwirtschaft wächst auch gerade. Sie wird jetzt gleich demnächst wieder schrumpfen. Unsere Bevölkerung ist um einen gewachsen und unsere Arbeitslosigkeit sinkt um minus 0,1%. Also pro Monat. Das muss man immer noch dabei sagen, glaube ich. So. Antiker Schwindel. Offenbar hat unsere staatliche finanzierte Forschungsarbeit keine bedeutenden Ergebnisse geliefert. Die alten Schriften steckten voller Widersprüche und Ungenauigkeiten. So funktioniert Wissenschaft eben. Tja, antiker Schwindel. Schade. Aber ich hoffe, wir kriegen dann trotzdem... Naja, das dauert noch, bis wir was wieder kriegen. Das dauert ja für ein Jahr, dass wir einen Abzug von Aktionspunkten Einnahmen bekommen. Nicaragua hat sich den Block angeschlossen, Zentrum von Mexiko. Okay. So, positive Aktion, dauert noch ein bisschen, Blockaktion. Ich würde wieder nach AP fragen. Die haben genug AP und dafür würde ich sowohl Wohlwollen als auch Investitionspunkte nutzen. Und Japan, bitte gebt uns AP. Und mal gucken, ob die Ressourcen haben. Sie haben wieder nicht genug Brennstoffe. So, und ich glaube, wir können uns umorientieren, nachdem wir moderne Raffinerien erforscht haben. Wir müssen nicht diese Ausbeuteroption bei der Umweltschutz, bei den Umweltprojekten weitermachen, sondern werden wahrscheinlich etwas machen können in der Richtung von Infrastruktur ausbauen, um einen Boost hier unten, hier oben auf den Index menschlicher Entwicklung zu machen. So, wir haben von Japan Aktionspunkte bekommen und wir haben von Australien Aktionspunkte bekommen. 15.000, so viel hatten wir, glaube ich, noch nie. Ach, ist das schön. Das ist richtig schön. So, und Besiedlungsprojekt umgesetzt. Wir können den nächsten Schritt für die Wasserbesiedlung machen. Dafür haben wir alle nötigen Ressourcen vorhanden. Wir haben genug Aktionspunkte und wir haben genug Geld. Dann direkt einleiten, weil ich möchte dieses Territorium haben. Für mehr Rohstoffe. Das war es, was uns immer gebremst hat. Und dann sind wir bald eine Vernunft. Also dann können wir wirklich unsere Gesellschaft weiterentwickeln. Okay, Beraterverträge. Ich sage immer gerne, das sind die Minister. Ombudsmann, das ist sowas wie der Innenminister. Der Beratervertrag ist aufgelaufen. Wir müssen einen neuen unterzeichnen. Alejandro Johansson gibt uns einen Bonus plus 5 auf Index menschlicher Entwicklung. Den würde ich nehmen. Ich glaube, wir sind abgesagt, weil der alte Ombudsmann denselben Bonus hatte. Den würde ich wieder oder was heißt wieder? Diesen würde ich verpflichten, damit wir wieder auf 86 sind. Jawohl. Und hier passieren Lettland. Was hier? Lettland hat sich dem Block angeschlossen. Slowakei. Jordanien hat sich dem Block angeschlossen. Bulgarien. Interessant. Simbabwe hat sich dem Block angeschlossen. Südafrika. Aha. Sieh an, sieh an. So. Noch ein paar Tage, dann ist moderne Raffinerien abgeschlossen. Jetzt. Okay, neues Projekt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht Abbau natürlicher Rohstoffe machen, um diese unglaublichen Mengen an Rohstoffen zu bekommen. Wir könnten natürlich Arbeitslosen... Und wir brauchen 9000 AP. Das ist mir fast zu schade. Da würde ich eher in die grundlegende Infrastruktur nochmal reingehen. Oder in die Infrastruktur. Schienennetz hatten wir
im Stream auf jeden Fall favorisiert und kostet auch sehr, sehr wenig Aktionspunkte. Unterhalt ist halt wieder Metall, aber da arbeiten wir dran, dass wir das hinbekommen. Arbeitslosigkeitswachstum und Index menschlicher Entwicklung dauert nur 106 Tage. Würde ich jetzt direkt mal machen. Schienennetz ist eine super Angelegenheit. Wird als nächstes erforscht. Ja. Und Projekt Freizügigkeitsprinzip wurde umgesetzt. Das ist ein Projekt für die Blockintegration. Und da machen wir auch weiter. Nach dem Freizügigkeitsprinzip kommt die gemeinsame Amtssprache. Erhöhen Sie die Blockintegration, indem Sie eine gemeinsame Sprache einführen. AP-Unterhalt für Block-Anführerprojekte minus 20. Oh Gott, ist das gut. Block-Soziale Integration plus 15. Minus 20 ist halt, das wird uns hier einen unglaublichen Boost geben. Deswegen werde ich das auf jeden Fall umsetzen. So, wir sind wieder dabei. Wir haben ein neues Seegebiet annektiert und bauen dort eine Metallmine. So langsam komme ich dahinter, wie man aus dem kleinen Land Neuseeland wahrscheinlich etwas machen kann. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg mit dem, was wir hier in Real Politics 2 machen. Es ist 2031. Wir haben knapp 10 Jahre gespielt. Das Spiel ist nach 100 Jahren zu Ende im Jahr 2121. Ich bin frohen Mutes und ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Auf jeden Fall wirtschaftlich und was Einnahmen von Ressourcen angeht. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Einen Daumen hoch würde mich auch sehr freuen. Und vielleicht überlegen, den Kanal zu abonnieren. Hier kommen immer Videos. Also ich werde das hier als Serie weitermachen. Und ansonsten schmeiße ich hier Videos drauf, die aus der Dienstagspolitik von Twitch stammen. Da streame ich jeden Dienstag mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Spiele mit Politikbezug. Wenn ihr Lust habt, kommt doch auch gerne mal da vorbei. Ansonsten euch allen einen zauberhaften Tag und bis demnächst. Tschüss!